Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir in einem neuen Gebiet angekommen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Karte an der Ryoshima-Küste, genau. Wenn wir mal rauszoomen, ja, sehen wir schon mal, dass wir in Ostnippon angekommen sind. Aber so wie es aussieht, gibt es noch viel mehr zu erkunden, wenn ich mir die braunen Flecken da noch so ansehe. Ja, zoomen wir mal wieder rein. Also wir haben jetzt erstmal das Gebiet hier zu erkunden. Die Küste und dann das da oben. Da gucken wir mal, wo das noch hinführt. Jetzt aber erstmal weiter reinzoomen. Da geht's zur Zugbrücke. Wir gucken erstmal den Berg hier hoch. So. Also den Berg hier hoch zu dem Tempel. Und mich würde interessieren, was die roten Gegner jetzt für Typen sind. Oh, und Wölfe zum Füttern. Füchse zum Füttern. Füchse hatten wir schon mal, also kann ich das gleich überspringen. So, du da. Ach, je. Au. Ich habe so das Gefühl, ich muss das Eisrad mit dem Feuerrad anzünden. Ah. Das Feuerrad auspusten. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es auspusten. Jo, und mit Wind kann ich da Dämonenzähne rauslocken. Zeit und Schaden. Au. Nicht ohne Grund läuten. Ich will's aber läuten. Nö. Keine Reaktion, okay. Ja, das ist die Glocke. Gucken wir mal zu dem Tempel hier. Zum Ankoko-Tempel. Ankoko-Tempel, das ist ein ganz schönes Tor. Oh, wie unpassend. Der uralte Ankoko-Tempel ist auf der Spitze des Hügels, aber die Priesterin, die die Verantwortung trägt, ist immer beschäftigt und nie da. Ich befürchte, du hast genau wie ich eine nutzlose Reise unternommen, Wolf. Die Oberpriesterin des Ankoko-Tempels praktiziert Monster-Unterwerfungsmagie. Immer wenn es irgendwelche Schwierigkeiten in der Stadt gibt, dann rufen sie die Priesterin zur Hilfe. Und in letzter Zeit gibt es in der Stadt Sai An nur noch Schwierigkeiten. Ich hoffe, die Priesterin wird bald zurück sein. Hm. Und ich dachte gerade, das können wir nicht zerschneiden, aber wir können es zerschneiden. Ein Kätzchen, oder? Ja, Kätzchen mag Fisch.
Kätzchen hatten wir bis jetzt noch nicht. Endlich mal ein neues Tier. Yay, zwei Glück. Naja, was erwartet man von einer einzelnen Katze? Aber das kann ich nicht zum Blühen bringen. Ah, aber da kann ich was ausgraben. Sehe ich doch. Eine Vase. Ja, Vasen kennen wir. Das heißt, wir gehen mal in den Tempel rein. Gucken mal, ob trotzdem jemand zu Hause ist oder ob wir einfach nur randalieren können. Wow, das ist eine Statue. Irgendwer wird die stehlen, wenn sie weiter hier rumsteht. Wem auch der Besitzer ist, der sollte vorsichtiger sein. Okay, können wir nicht schneiden. Ein Räuchergefäß, das kennen wir auch schon. Die Leute opfern hier Räucherstäbchen. Ja. Da können wir nicht lang. Da gibt es auch nichts mehr. Okay, das heißt, wir können raus hier. Mal sehen, ob der rote Gegner wieder respawned ist dadurch. Ja, finde ich das nämlich recht nervig. Nö, hier sind nur Füchse, aber kein roter Gegner. Gut, das heißt... Oh, noch mehr Füchse. Weißt du ja auch Fisch? Nein. Ja. Oh, das waren schon mal 9 Glück. Was steht eigentlich jetzt in unserer Tierliste? Tolles Neues über Katzen. Diese niedlichen Tiere lieben Fisch. Ja, super. Aber ja, Fuchs. Haben wir schon ziemlich viele gefüttert. Und noch haben wir genug Tierfutter. Was, Ami, du willst auf diesen Turm klettern? Ich wette, von da oben hat man eine wunderbare Aussicht. Aber es wird nicht leicht sein, da hochzukommen. Ich glaube, da hilft noch nicht einmal dein Wandsprung. Du stößt dir nur deinen Kopf. Natürlich wäre es was anderes, wenn du die doppelte Sprungkraft hättest. Nö, lassen wir es mal schönen Tag bleiben. Wow, die Kamera hängt gerade ein bisschen. So, was ist mit dir hier? Hier ist ja noch jemand zum Reden. Ich gehe gleich wieder. Der Typ ist halb fast nackt. Es ist so schade um das Schiff, das da bei dem Felsen gekentert ist. Ich meine, es war so nah am Hafen, aber dann wurde es vom Wasserdrachen angegriffen und versenkt. Die Leute sagen, da wären auch unermessliche Schätze drin, aber der Wasserdrache macht es zu gefährlich, in diesen Tagen aufs Wasser zu gehen. Wasserdrache? Du solltest dir zweimal überlegen, bevor du hier baden gehst, weißt du? Der Wasserdrache wird nicht zögern, sich einen Wolf wie dich zu schnappen. Was ist das für ein Wasserdrache, von dem du da immer sprichst? Du kennst die Wasserdrachen nicht? Der riesige Drachengott, der hier die See unsicher macht. Eigentlich soll er der Gott der See sein und den Frieden im Meer bewahren, aber eines Tages wurde er verrückt und fing an, Leute anzugreifen.
All diese Schiffe, die die Stadt mit Nahrungsmitteln versorgen, sind durch ihn versenkt worden. Die Königin muss da neben sich gestanden haben. Anscheinend ist da ein unermesslicher Schatz auf dem Schiff da drüben, aber man hat es so liegen lassen, seitdem es vom Wasserdrachen versenkt wurde. Interessierst du dich für den unermesslichen Schatz auf dem Schiff? Anscheinend hat es eine riesige Schatzladung an Bord. Ich habe von einem seltsamen Hammer gehört, der dich so klein wie eine Laus macht. Man kann dann damit durch Löcher so klein wie ein Nadelöhr. Ich kann mir aber nicht vorstellen, für was um alles in der Welt man das benutzen kann. Sieht so aus, als wärst du eher auf Geld aus, was? Egal, du sollst hier wirklich nicht baden. Der Wasserdrache will dich zürnen und ich einen Wolf für dich zu schnappen. Mhm. Ach, da ist nochmal so eine Rolle. Mal sehen. Aber erstmal Hasen füttern. Das können wir wieder skippen. Hey, immerhin 8 Punkte. Wette, dich kann ich mich mit einer Bombe noch sprengen, oder? Nö. Naja, gut. Das war recht lustig. Lebst du hier irgendwo in der Nähe? Ich habe schlimme Gerüchte aus der Stadt gehört. Weißt du irgendwas darüber? Anscheinend ist eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen. Man sagt, die Leute fallen um wie die Fliegen. Ich weiß, das sind nur Gerüchte. Vielleicht ist da kein Fünkchen Wahrheit dran. Also vergessen wir das und kommen zum Geschäft, was? Guck dich um und sieh nach, ob es irgendwas gibt, weswegen du losgeschickt wurdest. Ja, dass alle immer denken, dass ich mit irgendwelchen Einkaufslisten rumrenne. Ja, ein Haufen Exorzismus, Vergeltung, Tintenstein. Heiliger Knochen. L. Wiederherstellung Solarenergie. Ich habe noch nicht mal 10 Einheiten Solarenergie. Von daher brauche ich den auch nicht unbedingt. Ich komme auch mit denen da aus. Na komm. Ich will dich grün machen. Kann ich dich nicht grün machen? Jetzt habe ich es endlich grün gekriegt, oder? Hey, Ferkelchen. Samen. War ja auch klar, dass wir von einem einzelnen Ferkel nur 3 Samen kriegen. Ach komm, ich mach dich weg. Du bist mir hier im Weg. Hier frisst eine Bombe. So. Die beiden sind aus dem Leben. Was ist das für eine Muschel? Keine Ahnung, ich kann sie nicht angucken.
Ah, ich kann sie aufsprengen. Ein heiliger Knochen ist... Da hätte so ein Wasserstrudel, mit dem ich nach oben abkürzen kann. Oh, Affen. Ja, Jungs. Ein paar Samen für euch. Wieder etwas, was wir nicht zerstören können. Weil wir keinen Superschnitt oder so haben. Aber ich glaube, sprengen können wir dich auch nicht. Hallo. Nope. Reagierst du nicht drauf. Gut, was haben wir hier für einen Gegner? Oder für Gegner? Ich wollte gerade sagen, wenn das alles war, war es lächerlich. War aber scheinbar wirklich alles. So. Noch ein Wildschwein. Ach, am besten machen wir das letzte Ding auch noch hier gleich. Komm. Hey, ein Hausschweinchen. Lass mir nur Samen. Von mir aus. Und dann müssen wir noch das andere Schwein füttern. Und das will auch nur Samen. So, das können wir auch wieder skippen. Und guck mal, wie viel Glück wir schon wieder haben. Ich frage mich, ob das dahin, das hier auch so gefährlich ist, wie zum Schiff zu schwimmen. Also ja, ihr könnt mich für einen Spielverderber halten, aber ich habe schon mal gelesen, wie das mit dem Wasserdrachen funktionieren soll. Man soll schwimmen und nicht über Seerosenblätter hüpfen. Sondern die nur benutzen, um ja, um kurz auszuruhen und dann weiter zu schwimmen. So, den Affen hier was geben. Da gucken wir mal, was das für ein Gebäude hier ist. Dojo tritt ein und bringt Geld herein. Geht das? Oder ist dieser Platz begierig auf neue Kunden? Hä, was? Tritt ein und bringt Geld herein. Geht das nur mir? Ach so, das ist Isun. Oder ist der Platz begierig auf neue Kunden?